Okay, ihr Lieben, hallo, schönen guten Tag. Heute mit einem neuen Workout zum Mitmachen. Und ich habe meinen Mitmachkollegen, den Dimi, mit dabei. Da ist der Dimi, hallo Dimi. Ja. So, ihr seht schon, wir haben ein neues Kamerasetting, ein Setup. Und dahingehend, das probieren wir heute einfach mal aus und gucken wir mal, wie das so funktioniert. Ton funktioniert, glaube ich, auch, müsste auch aufgezeichnet werden. Und wir haben ein Workout heute für euch 16 Minuten lang. Und das ist ein Team-Workout. Ja, ihr könnt zu zweit das Workout machen. 30 Sekunden Action, 30 Sekunden Pause für jeden. Also you go, I go. Oder ihr macht das alleine und habt halt immer 30 Sekunden Pause dazwischen. Das heißt, 30 Sekunden Pause ist schon ziemlich lang, da kann man sich gut erholen. Bedeutet, dass ihr in den Intervallen, in den Aktionsintervallen richtig Gas geben könnt, richtig auf die Tube drücken, richtig schweres Gewicht nehmen, damit sich diese Pause danach auch lohnt. Ja, ansonsten wollen wir ja nicht, dass ihr euch zu sehr erholt. Wir werden heute Goblet Squats machen, gefolgt von Burpees, dann gibt es Strict Press, gefolgt von Burpees, Lunges, gefolgt von Burpees und Kettlebell Swings, gefolgt von Burpees, das dann zwei Runden lang. Die Burpees sind spezielle Burpees, werden wir gleich nochmal erklären und wir legen jetzt erstmal los. Warm-up. Einfach loslegen, alleine zu zweit. 20 Sekunden. Wir fangen an mit Jumping Jacks. Komm, los geht's. Team, du auch. 20 Sekunden. Jetzt kommen Down-Ups, halbe Burpees, runter und hoch. Runter und hoch. Eine noch. Jetzt machen wir Spider-Jumps in die hohe Planke und dann in den Spider-Man reinspringen. Und wir bleiben gleich unten und Sit-Ups, 20 Sekunden. Und das gleiche nochmal. Jumping Jacks. Und Down-Ups. Und Spider-Man-Jumps. Und Sit-Ups. So und zusammen. Okay. Trinken einen Schluck. Und dann haben wir jetzt was Neues für euch. Und zwar machen wir keine normale Burpees, sondern wir machen den 8-Positionen-Burpee oder den Navy Seal Burpee. Position 1, 2, Beine breit, Beine zusammen, Beine nach vorne und springen. Und das war schon falsch, das war nämlich nur 7.
Was habe ich vergessen? Den Push-Up. Genau. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Machen wir gemeinsam. Nochmal langsam. 1, 2, Push-Up. 4, breit, zusammen, vor. Jetzt ihr, nochmal. Runter. Hinten, Push-Up, breit, eng, vor. Sprung. Jeder noch zwei. Komm, Lieben. Okay, super. Ja, ich sehe gerade für die Goblet Squats brauche ich ein schwereres Gewicht und für die Kettlebells zu üben. Okay, so. Das Format ist der 30 Sekunden Action, 30 Sekunden Pause für jeden. Das heißt, im Team, you go, I go. Immer im Wechsel. Wenn Dimi arbeitet, pausiere ich. Wenn ich arbeite, pausiert Dimi. Wenn ihr es alleine macht, sucht euch einen aus. Entweder den Dirk oder den Dimi und macht dann da mit. Ja? Reihenfolge steht unten unter dem Video drunter. As Goblet Squats, Burpees, Press, Burpees, Lunges, Burpees, Kettlebell Swings, Burpees. Okay. Wer fängt an? Man schickt nach Alter Verschönheit. Wir fangen an mit Goblet Squats, ja? Ich mache dafür, mach die mit dem Sandsack. Jeder kann sich irgendwie so ein schweres Gewicht, ein schweres Gewicht nehmen. Wir müssen jetzt richtig schwer arbeiten. Ja? Jawohl. Und jetzt ein Reich noch und Dimi ist dran. Ja, sehr schön. Die Brust ist oben. Dimi hat die Belastung am ganzen Fuß. Jetzt mache ich 8 Positionen Burpees. Das passt ja. Und Dimi, du bist da. Jawohl, schön auf den Füßen landen, flacher Fuß. Gerne ein bisschen breiter. Sehr schön. Jetzt kommt Strict Press. Ich nehme wieder einen Sandsack. Nehmt irgendwas Schweres. 30 Sekunden Press. Bauch fest, Po fest. Nein, da geht noch. Okay, Dimi ist dran. Mach dich schön mit den Kettlebells von außen diesmal. Kann das auch von innen machen. Verschiedene Techniken. So macht er sie von innen.
Beides ist richtig. Bei Long Cycle ist das besser. Sehr schön. Und da kommen wir in die Spezialburpees. Ups. Einfach hier muss ich pushen. Hat er jedes Mal 30 Sekunden Zeit. Nächste Übung. Lunges, ich mache die als Overhead, Front Lunge, könnt ihr auch nach hinten machen, wie ihr wollt, Hauptsache, es ist anstrengend. Ups. Nicht auf den Catwalk gehen, schön ein bisschen breit, den Fuß setzen. Ja. Mich schont sich, kein Gewicht, gar nichts, noch nicht mal Jumping. Dann macht er gleich bestimmt die Burpees umso schneller. Ja, klar. Und wieder Burpees. Jetzt du, komm. Jawohl. So, vorletzte Übung in der ersten Runde Swings. Schön Po immer anspannen. Bam. Bam. Jawohl. Ja. Swings sind geil. Ja. Ah, Louis. Und letzte Übung, erste Runde, wieder die Burpees. Daher machen wir die ja. Du hast mich ja angefleht, die zu machen. Bitte nimm sie mit rein. Ja. Einer geht noch. Wuhu! Jawohl, stark.
So, Halbzeit. Zweite Runde. Squatten. Du bist. Ja, ihr könnt ja auch eine Hand auch in der Front weghalten. Jetzt kommen die Burpees. Danke dir. Und du bist. So, nächste Runde. Nehme ich den schweren Sack. Mache Push Press. Komm weiter. Also sobald man Intensität steigert, passiert sofort was. Der Laptop ist aus. Der Laptop ist aus. Oh. Und Burpees. Bam. Away. Ja, letztendlich. Puh. Also, bist du mir komm. Komm. Dann die Overhead Lunges mache ich jetzt mit dem anderen Arm und nach hinten. Da geht noch. Super. Demi hat es jetzt. Ein Farmer's Carry. Geht auch. Oh. Thank you.
Und vorletztes Mal Burpees heute. Willkommen. Komm, jetzt. Und schwingst. Nur noch Burpees für mich und für euch auch. Am Damm bleiben, gleich vorbei, Minütchen noch. Und die letzten Burpees. Hochgeschwindigkeit. Schneller. Nur die Brust ablegen auf den Boden. Nicht die Hüfte, nur die Brust. Komm. Gleich da. Super. 2 Sekunden. Ja. Auch mit 30 Sekunden Pause, dann ist sowas anstrengend. Dann immer die Frage, wie intensiv macht ihr das? Macht ihr ein bisschen mehr? Macht ihr 1 Kilo oder 5 mehr? Oh. Muss man gerade ausmachen. Ja. Warte mal, Intensity. Ihr habt schon geschwitzt. Ich hoffe, ihr könnt euch ein bisschen bewegen. Hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Kann ich auch bezeichnen?